der Hadith in Bukhari und Muslim. Er sagt, Anas ibn Malik berichtet selbst, Anas ibn Malik, wisst ihr, wie seine Mutter hieß, weil seine Mutter war? Umm Sulaym war seine Mutter. Er sagt, dass seine Mutter Umm Sulaym den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen hatte zu sich nach Hause. Aber ich lese euch einfach mal den, das eines der Wortlaute vor von dem Bericht in Bukhari. Muss man sagen, qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda Umm Sulaym. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trat bei Umm Sulaym ein, also in ihr Haus. قال فأتته بتمر وسمن. Sie brachte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Datteln und Samn, ist sowas wie Butterartiges, etwas, was aus Milch gemacht wird. فقال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. Er sagte, bringt das wieder zurück. Also diese Butter und die Datteln, bringt sie wieder zurück. Er war am Fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war am Fasten. فإني صائم, denn ich faste. Dann sagt Anas ibn Malik, ثم قام إلى ناحية البيت. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam begab sich dann in die Ecke, in eine Ecke des Hauses und betete dort etwas, aber kein Pflichtgebet. Deswegen sagte er, يصلي غير المكتوبة. Und dann sagt Anas, فدعا لأم سليم وأهل بيتها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Gebet oder danach sprach er Bittgebete für Umm Sulaym und ihre Hausbewohner aus. Und dann sagte Umm Sulaym, sagte, ja Rasulullah, inna li khuwaysa, ich habe ein persönliches kleines Bedürfnis. Ein persönliches kleines Bedürfnis. Und dann sagte er, was ist es? Sie sagte, qalat khadimuka Anas, dein Dienstjunge Anas, ud'u Allah lah, bitte Allah Ta'ala für ihn, also spreche Bittgebete, persönliche, individuelle Bittgebete für Anas aus. Und dann sagte Anas, er sagte, قَالَ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَى لِيبِهِ. Er sagte Anas, er hat nichts Gutes von der Dunya oder der Akhira ausgelassen, dass er nicht für mich, also dass er nicht für mich in seinen Bittgebeten erwähnt hätte. Und er sagte unter anderem, اللَّهُمَ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ. O Allah, versorge ihn mit Vermögen und Nachkommenschaft und segne ihn. Und Anas sagt dann, ich bin nun, also heute, als er das berichtet, unter den Ansar derjenige, der die meisten Kinder und das meiste Vermögen hat. Und die Ahlul Ilm erwähnen, dass er ca. 120 Kinder hatte. Er hat ca. 120 Kinder gehabt. Anas ibn Malik, aus diesem Hadith nehmen wir übrigens auch ein paar andere Fawaid, den Hadith, den ich eben genannt habe, von Umm Sulaym. Diesen Bericht habt ihr vielleicht in anderen Variationen schon mal gelesen. In dem Buch Umdatul Ahkam wird der Hadith zitiert, aber etwas anders, dass da noch eine Frau anwesend war. Neben Umm Sulaym war noch eine Frau anwesend, und zwar, ich glaube, er sagt, seine Tante oder seine Oma. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte sie dann hinter sich aufgestellt, also die Mutter von Anas und seine Oma oder Tante und Anas an seine Seite und hat mit ihnen dann im Haus gebetet, aber kein Pflichtgebet. Und daraus entnehmen wir einige Ahkam, wie der Ahlul Ilm erwähnt. Unter anderem, dass es erlaubt ist, freiwillige Gebete in der Jama'a zu beten. Freiwillige Gebete in der Jama'a zu beten. Zweitens, dass es erlaubt ist, Geschenke abzuweisen. Es ist erlaubt, Geschenke abzuweisen, wenn man weiß, dass es dein Gegenüber nicht betrübt. Weil wenn du weißt, dass eine Person, wenn ich es ablehne, dann der wird sich den Kopf daran zerbrechen. Warum hat er das nicht angenommen? Da muss irgendwas sein, der hasst mich vielleicht oder sonst was. Wenn das nicht der Fall ist, darf man abweisen. Ebenfalls aus dem Hadith entnehmen wir, das Dua, Bittgebete für die zu sprechen, die dich einladen, die dich in dein Haus einladen, wie hier der Fall. Ebenfalls entnehmen wir hieraus, dass der Mann, ein fremder Mann, das Haus eines Mannes betreten darf in seiner Abwesenheit. Der Ehemann von Umm Sulaym war anwesend oder nicht?
war nicht anwesend. Wer ist eigentlich der Ehemann von Umm Sulaym? Abu Talha. Abu Talha ist aber nicht der Vater von Anas. Umm Sulaym ist die Mutter, Abu Talha ist der Ehemann seiner Mutter. Das heißt, wie nennen sie den hier? Stiefvater, ne? Ja. Also wir entnehmen ebenfalls, dass es erlaubt ist, in der Abwesenheit des Mannes das Haus zu betreten, wenn unter anderem keine Khalwa gegeben ist. Die Khalwa bedeutet, wenn der Mann mit der Hausfrau nicht alleine ist. Und das war ja hier der Fall. Anas war da und möglicherweise noch die... Anas war aber, wie gesagt, er muss noch jung gewesen sein. Auf jeden Fall war er über 10 Jahre alt. Entweder 10 oder über 10 Jahre alt, je nachdem wann das geschehen ist. Also er war auf jeden Fall, hatte das Alter des Tamiz erreicht, das Unterscheidungsalter wo, ab 7 Jahren bei den Fuqaha. Und wir sehen, dass die Khalwa, das heißt diese Isolation, aufgehoben ist, wenn ein Kind in diesem Alter anwesend ist. Beziehungsweise die Frau, die andere Frau, seine Tante oder Oma, war ebenfalls anwesend. Und ebenfalls entnehmen wir daraus, dass die Frau den Gast bedienen kann oder nicht. Hat Umm Sulaym den Propheten bedient oder nicht? Na. Und wir haben einen ähnlichen Bericht, den ich habe euch am Anfang ein Kapitel genannt, bei Al-Bukhari. Mich erinnert. Bab, Kitab al-Nikah, Bab, Qiyam al-Mar'ati al-Rijal, وَخِدْمَتُهُمْ بِالنَّفْسِ. Das Kapitel darüber, dass die Frau sich um die Gäste sorgt und sie selbst bedient. Dieses Kapitel, danach wird ein Hadith genannt, nur ein einziger Hadith. Das ist auch interessant, manchmal ein Kapitel hat sehr viele Hadith, manchmal nur ein einziger Hadith. Er nennt dort den Hadith von Abu Usaid. Sahel überliefert, dass Abu Usaid, er sagte, als Abu Usaid heiratete, قال لما عرس أبو أسيد دع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. Als Abu Usaid heiratete, lud er den Propheten und seine Gefährten ein. قال فما صنع لهم الطعام ولا قربه إليهم إلا امرأته أو كما قال. Er sagte, das Essen hat niemand anderer vorbereitet und vorgelegt, sozusagen bedient, als die Braut selbst. Als die Braut selbst. Wie ist das aber zu verstehen? Ibn Hajar sagt in seiner Erklärung zu dem Fath al-Bari, was sagt er da? Er sagt, es hat zwei Eventualitäten, zwei Möglichkeiten. Also es gibt zwei Dinge. Hier können das auch. Ich glaube, er sagte zwei. Ich habe das extra mal hier aufgemacht. Er sagt hier, قال وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه. In dem Hadith, aus dem Hadith lässt sich auch die Legitimität ableiten, dass die Frau ihren Ehemann bedient und seinen Gästen. Und dann sagt er, ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر. Aber es ist selbstverständlich, dass dies bei der Sicherheit vor Fitna ist, also wenn es keine Fitna gibt, zum Beispiel, weil es keine Isolation gibt, und wenn die Frau dem Anstand gemäß bekleidet ist, das heißt bedeckt ist. Ja. Also dass sie allein ist mit dem Mann, ganz allein. Die Khalwa ist nämlich nicht legitim. Danach nennt er ein zweites Kapitel, dort kommt das nochmal vor, in einem anderen Wortlaut, aber auch wieder der Hadith von Sahl. Er sagt, das ist der zweite Hadith dann, im nächsten Kapitel. Er sagt, سَمِعْتُ سَهْلِ بْنَ سَعْدَ أَنَّ أَبَا أُسَيْدَ السَّعِدِ دَعَ النَّبِيَّ لِعُرْسِ. Ich hörte es, Sahl ibn Sa'd sagt, ich hörte Abu Usaid sagen, dass der Prophet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu seiner Hochzeit rief. فَكَانَتْ إِمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Seine Frau, also die Braut,
war diejenige, die sie an diesem Tag bediente. فَقَالَتْ أَوْ قَالْ Wisst ihr, er sagte, wisst ihr, was sie für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorbereitet hatte? Also spezifisch für ihn. Sie hatte, er sagt, sie hatte für ihn einige Datteln eingelegt ins Wasser, also einen Tag vorher, und hat sie dann am nächsten Tag mit ihren, also so ausgepresst oder so, und ihm zum Trinken geboten im Wasser.